Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Tja, das wissen wir leider noch nicht, aber im Falkensteiner Hotel Wien versuchen wir uns eben darüber ein Bild zu machen. Gar nicht so einfach. Heute ist Fotoshooting-Tag bei den Missen und das bedeutet einerseits ein edles Ballroben-Shooting mit Fashion-Fotograf Heli Meyer und andererseits Unterwäschen-Shooting mit Starfotograf Manfred Baumann. Doch alles der Reihe nach. Hier in edler Kulisse wird vorerst noch im langen Abendkleid eine Ausgehszene inszeniert. Und so mit einem Glas Blubberwasser posiert es sich doch gar nicht so schwer. Und alle schöne Kleider an und ist schon ein super Gefühl. Wird noch professionell fotografiert, also super, toll, ja. Worauf muss man besonders achten bei solchen Shootings? Bei dem jetzt, da geht es um Spaß, also um Ausgehen und muss man viel lachen und einfach sagen, dass man Spaß dran hat und dass man eine schöne Körperhaltung hat. Die Shootings sind auf jeden Fall eine Bereicherung. Also ich finde mich jetzt gerade so schön, also als Prinzessin. Ich fühle mich gerade wirklich wie eine Prinzessin. Es ist schwierig, in so einem Shooting gerade in der Gruppe standzuhalten zwischen so vielen anderen hübschen Mädels. Also ich denke, wir machen den Job alle sehr gut. Also ich finde, wir machen das in einem Team. Wir müssen zusammenhalten. Da gibt es keine, die ist jetzt besser oder die... Also ich finde, wir sind sehr kompakt. Und ja, ich kann nur sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß mit den Mädels. Sehr zufrieden mit den Mädels zeigt sich der Fotograf am Set. Heli Meyer ist spezialisiert auf große Fashion-Shoots und weiß, was bei Models gut aussieht oder eben nicht. Grinsen ist verboten, das erinnert mich immer so an die Oma, die zu Weihnachten ein Backerl auspackt und das Geschenk gefällt ihr überhaupt nicht, dann grinst die einfach immer so. Ansonsten ist es ein bisschen eine Typfrage. Also es gibt natürlich die Version vom Lachen, dann muss es auch aus den Augen kommen. Lächeln natürlich auch, sind wir wieder bei den Augen oder sonst da durchaus finster schauen. Models haben ja eher meistens so einen finsteren Gesichtsausdruck. Aber nur Grinsen ist einfach verboten, alles andere ist erlaubt. Und während hier oben in der Falkensteiner Lobby noch Mädelsabend gefeiert wird, scheint einen Stock tiefer schon eine ganz andere Party zu laufen. Mann, Mann, Mann. Beim Unterwäsche-Shooting mit Starfotograf Manfred Baumann lassen unsere Missen gerne ihre Reize spielen. Und davon haben sie ja jede Menge zu bieten. Für mich fühlt es sich eigentlich ganz in Ordnung an, da ich auch schon ein paar Mal für den Manfred gearbeitet habe. Prinzipiell auch schon ein paar Shows in Dessous gelaufen bin, also in Wäsche fühle ich mich eigentlich ganz gut. Fühlt man sich sexy vor der Linse von Manfred Baumann? Der macht es ja ganz, ganz viel Unterwäsche, Dessous mit Ladies. Ja, was ich besonders gut finde, ist, dass es uns Anweisungen gibt, wie man sie irgendwie sexy posiert. Was hast du jetzt für Tipps bekommen? Brust raus, Bauch rein und vor allem Kinn nach vorne, weil das einfach dann mit Licht schöner fällt, dass man da dann frischer ausschaut. Wie am Fließband gibt's hier im Missencamp heiße Kurven zu sehen. Und der Fotograf ist damit schwer zufrieden. Oder warum macht er sonst so viele Fotos? Das sehen viele Leute, diese Fotos. Man will natürlich, dass die gut sind. Man muss aber trotzdem schauen, dass man vorankommt. Und aber es macht trotzdem Spaß. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich da dabei bin. Merkst du die Mädels, dass da ein paar schon Erfahrung haben und merkt man denen, die keine haben, es auch wirklich an? Das merkt man auf alle Fälle, ja. Das merkt man eigentlich relativ rasch als Fotograf, wo das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein ganz anders ist wie bei anderen. Also von kleinen Mimiken und Gestiken, Bewegungen vor der Kamera, merkt man da schon krasse Unterschiede. Tipps, wie sehe ich sexy auf einem Unterwäschefoto aus? Da gibt es natürlich unterschiedliche Tipps. Also einerseits ist es natürlich wichtig, dass man bei einem Unterwäsche-Shooting sehr viel Selbstvertrauen hat zu seinem Körper. Man muss vor der Kamera auch wirklich posen wie ein Schauspieler. Man muss sich bewegen können, man muss aus dem FF arbeiten können. Das ist ja auch der Job eines Models, dass man sich frei bewegen kann, dass man Posings abruft, jedes Mal, wenn der Blitz kommt, ins nächste hupft, ins nächste springt. So wie das halt Profimodels machen. Und da gibt es halt einige, denen muss man stark helfen und nachhelfen. Und da gibt es einige, die das schon ein bisschen so Naturtalent mit sich bringen. Na dann, lassen wir euch jetzt noch mal kurz alleine mit diesen Traumfrauen. Und wer bei diesen Bildern Lust auf ein Wiedersehen bekommt, am 3. Juli ist Miss Austria-Wahl im Casino Baden. See you there!